Herzlich willkommen zu einem BW-Video. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ihr werdet es nicht glauben, heute gibt es mal absolutes Neuland. Und zwar sitze ich hier in einem BMW. Gab es bisher noch gar nicht bei uns auf dem Channel. Jetzt ist es aber an der Zeit, dass wir euch mal ein bisschen BMW-Technik bringen. Und zwar, das ist Timo. Moin. Timo hat übrigens heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Danke. Nein, also er hat wirklich Geburtstag heute. Aber Timo ist bei mir Verkäufer im Ladenverkauf, schraubt selber auch. Wie lange hast du den BMW schon? Seit ich 17 Jahre alt war. 17 Jahre alt? Ja. Okay, das sind auf jeden Fall schon ein paar Jahre. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, bevor Timo bei uns angefangen hat, hatte ich BMW-mäßig noch weniger Plan. Mittlerweile geht es so einigermaßen und ich kann immerhin so ein bisschen, wir haben gerade auf dem Hinweg so ein bisschen drüber gegrübelt über diese ganzen verschiedenen Motorvarianten. Ja, dann die ganzen Fahrzeugvarianten und. Auf jeden Fall, heute, nee, wir machen es anders. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Auto. Nur mal so drei Sätze. Drei Sätze. Nicht zu technisch werden, das bringen wir eh alles gleich noch im Video, weil es hat ja einen Grund, warum wir heute hier sind. Ja, wie soll ich anfangen? Also, wie gesagt, seit ich 17 bin, habe ich das Auto. Hab's am Anfang alles, sag ich mal, restauriert, geschweißt, alles gemacht. Mhm. Bin ihn als Sauger gefahren, ein Jahr lang, und hab ihn dann umgebaut komplett auf Turbotechnik und ja, hier und da ein paar Sachen natürlich. Für die Nicht-BMW-Kenner, wo drin sitzen wir hier gerade? Das ist ein E28, 5er-Reihe. Mhm. War damals also 520, also ein 2 Liter nur. Und ja, genau. Jetzt ist es? Jetzt ist es ein 2,7er, also 2,7 Liter, sozusagen, wenn man so will, 5,27. Man könnte jetzt so glatt denken, das ist der gleiche Motor, wie ich in meiner Limo drin habe. 2,7er? Nee, ist ein rein Sechszylinder, kein V-Motor. Rein Sechszylinder, okay. Ist auch, glaube ich, so der beliebteste BMW-Motor, ne? Rein Sechszylinder ist ja, ja wirklich so die BMW-Motor, ne? Das stimmt, ja. Ja, ich fasse nochmal zusammen. BMW E28, 5er-Reihe, 2,7 Liter Motor. War das auch ein 2,7er oder ist das eigentlich ein 2,5er? Ne, den gab es so nicht. Das ist ein bisschen Mischmasch. Also ETA Block 2,7er mit einem 2,5er Kopf und ja, dementsprechend 2,7 Liter Hubraum. ETA war damals eher mehr so ein, eigentlich so ein Spritspar-Version, genau, das, ne? Das war ETA, also Wirkungsgrad. Mhm. Die haben nicht so hoch gedreht und waren dazu ausgelegt, halt höheres Drehmoment. Mhm. Bei niedriger Drehzahl, genau. Und spritsparender sozusagen dann zu fahren. Ja, so ein paar BMW-Sachen habe ich mir nämlich doch in den letzten Jahren gemerkt. Und diese Konstellation 2,7er Block mit 2,5er Kopf war mir auf jeden Fall schon mal geläufig. Mhm, genau. Also gibt es so öfter auf jeden Fall. So, auf jeden Fall schon länger umgebaut auf Turbo. Das ist jetzt 2 Jahre her, wo ich umgebaut habe. Okay. Ich vermute mal Single-Turbo, ja. Wie bei BMW so häufig, ne? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gab es diesen Winter mal wieder ein Upgrade? Richtig, genau. Ich bin letztes Jahr 400 PS gefahren, 590 Newtonmeter mit Serienblock, also Kolbenpleuel, alle Serie. Aber leider haben sich die Kolbenringe sozusagen verabschiedet, hat halt viel Öl verbraucht und deswegen diesen Winter komplett alles neu und verstärkt. Zeit für ein Upgrade. Also erst war, letztes Jahr war quasi die Einsteigerversion und jetzt gibt's auf die Fresse. Richtig, genau. So, genau deswegen sind wir nämlich heute auch hier. Wir sind bei dem Walter GP Power. In der BMW-Szene auf jeden Fall eine große Nummer, ne? Ja, also alte BMWs, geht eigentlich jeder zu Walter, weil er einfach da der Beste ist. Mhm. Meiner Meinung nach. Ich schlage vor, du fährst das Auto rein und dann gucken wir mit Walter zusammen mal ein bisschen über die Technik, dann kannst du dir das eine oder andere Detail nochmal vorstellen. Richtig, genau. So machen wir's. So, ich sehe auf jeden Fall schon mal anderen Krümmer, Turbolader, Downpipe, Ansaugung. Genau. Ansaugbrücke original, ne? Genau, das ist eine originale. Mhm. Ja, sonst halt alles geändert, ne? Mhm. Also über Lader. Das heißt Anbauteile, alles anders, ne? Ja, nicht alles, aber außer Ansaugbrücke, halt, ne? Aber schon viel. Genau. Was ist das hier für eine Platte? Der hatte vorher, also original, Verteilerzündung, ganz normale rotierende. Mhm. Und jetzt habe ich Ruhende Zündung, genau. Okay.
Ist das ein Zweiventiler oder ein Vierventiler? Ein Zweiventiler ist das. Zweiventiler, okay. Das ist ein 20-Motor, genau. Also noch ganz alte Technik quasi. Richtig, genau. Oldschool. Alt und riemig. Turbolader? Das ist ein BorgWarner S200 SXE. Mhm. Genau. Gucken, was er kann. Bin ich letztes Jahr auch schon gefahren und ja. Dann klar, Downpipe-Auspuffanlage ist eh alles klar, ne? Das genau. Wird alles Eigenbau sein. Richtig, genau. Wastegate sitzt da unten, kommt man auch richtig gut ran immer, ne? Wahrscheinlich, wenn man doch mal dran muss. Geht eigentlich, also von unten kommst du ganz gut ran. Von unten, okay, ja. Ja, cool. Geht schlimmer auf jeden Fall. Hier erstaunlich wenig Platz eigentlich für Turbolader, ne? Überall drumherum, platzmäßig ja eigentlich noch ganz entspannt bei dem Ding. Also der Motor ist halt nicht so riesig, sag ich mal. Mhm. Und im 5er Motorraum hast du halt relativ viel Platz. Mhm. Also funktioniert ganz gut. Was hast du jetzt diesen Winter an dem Motor alles geändert? Eigentlich fast alles. Das ist immer die einfachste Aussage. Richtig, genau. Nee, also. Du kommst trotzdem nicht darum, es aufzuzählen jetzt. Nee, also das heißt, blockmäßig sind jetzt Haarschaftgläuel drin, mit Viseco-Kolben, über ACL-Lager. Ja, das erstmal blockmäßig. Block nehme ich an, ist Gussblock. Richtig, genau, das ist noch Gussblock. Alles andere wäre nicht so schön. Ja, dann Nockenwelle, andere. Stahlkipphebel, vorstellbares Nockenwelle. Okay. Genau, der Stahlkipphebel normalerweise. Das heißt auch noch richtig mechanisch mit Ventilspiel einstellen und so. Genau, weiter. Genau, musst du Ventilspiel einstellen, alles. Ja. Ja, dann bleibt ja wirklich bald nicht mehr so viel über. Genau, Einspritzanlage halt auch komplett geändert mit anderen Kraftstoffregler jetzt und Einspritzleiste. Mhm. Ja. Ich nehme an, Steuergerät ist nicht mehr original. Nee, das ist ein KDFI. Mhm. Ja, das ist halt ganz gut. Sagt mir persönlich gar nichts oder wenig, aber ich sag mal, bei den BMW-Fahrern, hat es ja mir auf dem Hinweg schon erzählt, ist das recht beliebt, ne? Ja, richtig, weil es halt, sag ich mal, mehr oder weniger Plug and Play passt, muss nichts am Kabelbaum ändern und kannst halt den Motorstecker einfach dran stecken an Steuergerät. Ah, ist Plug and Play komplett. Richtig, genau. Ah, okay, das ist halt cool. Echt eine coole Sache. Musst du nichts an dem Kabelbaum ändern, umpinnen und ja. Das ist auch neu drin oder das war letztes Jahr schon drin? Das war letztes Jahr auch schon drin. Mit dem Seriensteuergerät funktioniert es nicht so gut, weil das so alt ist. Und ja, klar. Auch nicht für einen Turbomotor gedacht. Richtig, ne? Genau. Mhm. Okay. Das Steuergerät kann aber Ladungsregelung und so weiter auch alles. Das geht alles über Steuergerät. Also kein Boost-Controller extra oder so. Doch. Also ich habe jetzt ein Mack-Ventil drin. Mhm. Ja. Aber das Ventil wird aber über das Steuergerät geregelt. Genau, das wird über das Steuergerät angetaktet und dadurch halt geregelt. Ne? Mhm. Ja, coole Sache. Und genau deswegen sind wir auch heute hier, weil das Ding soll heute neu abgestimmt werden. Richtig, genau, da kommt der Walter ins Spiel. Da kommt der Herr da hinten ins Spiel. Wir rufen ihn einfach mal. Walter. Hallo, servus. Das ist Walter. Hi. Schön, dass wir hier sind. Bin auch das erste Mal hier. Wir kennen uns eigentlich schon ein bisschen länger, aber meistens immer nur so flüchtig über den Weg gelaufen, so ungefähr. Richtig, ne? Ja. Wir gucken mal, ob wir jetzt zur Sekunde gleich am Anfang irgendein geiles Video von deinem E30 einblenden können. Weil ich denke mal, das werden die meisten Leute auf jeden Fall kennen, das Auto. Ne? Sollten sie kennen, ja. Timo sagt der gleiche Motor eigentlich? Genau, M20 Turbo auch, wie ein Timo seiner, bloß mit ein bisschen mehr Leistung. Bisschen mehr Leistung, ne? Etwas mehr. Wo liegst du da so? Die letzten Messungen waren bei 1200. 1200, aus dem Zweiventiler, ne? Genau. Das ist schon sportlich, ne? Über 3 Bar Ladedruck. Ist das dann auch ein 2,7 Liter, 2,8 Liter, 2,5 Liter? Auch 2,7 Liter. 2,7 Liter. Okay, das ist dann wirklich schon sportlich, ne? Ja. Und bist auch viel Viertelmeiler mit dem Auto gefahren, ne? Ja, überwiegend eigentlich. Nur Viertelmeile. Also und ich fahre mit dem Auto gar nicht mehr Straße. Und zum Schluss für Heckantrieb und deutsche Straßen auch schon richtig schnell, ne? Ja, Bestzeit war jetzt 8,99 mit dem Auto. Ich glaube, viele heckangetriebene 8-Sekunden-Autos gibt es eh nicht, ne?
Also so Umbauten nicht, abgesehen jetzt von den Ami-Fahrzeugen. Ja, klar. Aber da so gibt's natürlich schon viele. Die normalen Straßenautos noch? Gar nichts. Gar nichts, ne? Gar nichts. Deswegen. Da war ich jetzt eigentlich der Erste. Und du betreibst das Ganze hier seit wie vielen Jahren? Also hier jetzt seit 15 Jahren oder über 15 Jahren. Davor war ich in Amberg, das ist ungefähr so 10 Kilometer von hier entfernt. Da habe ich eine kleine Werkstatt gehabt, da hat halt alles so ein bisschen hobbymäßig nebenbei angefangen. Und jetzt halt hier halt die ganze Zeit schon hauptberuflich. Ich vermute aber mal überwiegend BMW. Ja, überwiegend BMW. Weil wenn man hier so ein bisschen über den Hof guckt, sieht man wirklich querbeet eigentlich nur BMW. Aber das Coole ist, alles querbeet. Ne? Ist richtig. Da ist ja wirklich von alt, mittel, neu, genau, alles ist dabei. Ist alles dabei, genau. Was ist dein Lieblings-BMW? E30 M3. Okay. Also eigentlich so ein Vierzylinder, ne? Ja. Aber der, also würde, abgesehen, der würde vom dann abgesehen vom Motor, ich habe zwar von der Karosse. Genau, es ist halt wirklich ein schönes Auto. Lieblingsmotor? Gar kein. Gar kein, scheißegal, Motor ist Motor. Ne? Ich mache eigentlich alles. Ja. So, das Coole ist, Walter hat einen Prüfstand hier, Dynojet, immer gut. Und was machen wir heute? Mit Timo sein Auto abstimmen. Yes. Timo freut sich schon, seit Tagen, Wochen, Grinsen im Gesicht. Ja, hoffentlich. Timo hatte gerade schon mal so ein bisschen was zu dem Steuergerät gesagt, du wirst das wahrscheinlich auf jeden Fall besser erklären können. Plug and Play einfach anstecken? Genau, Plug and Play einfach anstecken, kann man per LVN, also für Saugmotoren fahren, oder halt per MAP für Turbos. Basiert eigentlich auf der Megasquirt Extra 2. Ist wie gesagt Plug and Play und deswegen ist es eigentlich relativ beliebt. Hat aktuell leider keine Klopfregelung, deswegen werden wir das heute mit dem Klopftool abstimmen, das Auto. Ja, ich werde dann halt abhören. Und das heißt so richtig mit Kopfhörern? Genau, richtig. Wird halt der Klopfsensor an den Motor hingeschraubt und ich höre ihn dann während dem Abstimmen ab. Muss ich halt mit den KDFI-Steuerungen immer machen. Aber da ist auch was im Kommen, dass die Klopfregelung dann auch funktioniert. Also das ist nicht was Altes, was nach und nach ausstirbt, sondern die sind weiter am Ball? Und die sind weiter am Ball. Also ich arbeite relativ gut mit ihm zusammen, mit der Firma CarData. Und wir sind jetzt dabei, da konkurrenzfähige Steuergeräte auf die Füße zu stellen, auf jeden Fall. Ich wollte gerade fragen, leistungsmäßig wohin geht. Die Frage sparen wir uns aber erstmal. Da machen wir es lieber ein bisschen interessanter. Was werden wir so an Druck mit dem Motor fahren? Ja, das kommt ja als Leistungsziel davon. Ja, ja, alles was geht mit dem Lader. Ne? Ich wollte mal gerade sagen, wahrscheinlich alles was geht. Ne? Ja. Timo ist jetzt ja Hannoveraner. Da gibt es so alles was geht. Ja, deswegen wenn schon, denn schon. Wastegate, ne? Gleich zu Hause gelassen. Ne? Ja, genau. Schlafen bestimmt schon. Nee, also fährt man auch richtig Druck in den Motoren oder brauchen die gar nicht so viel Druck? Ja doch, die brauchen schon Druck. Druck und Zündung. Zwei Ventilmotoren brauchen immer ein bisschen mehr Zündung wie die vier Ventilmotoren und brauchen immer ein bisschen mehr Ladedruck. Wie hoch dreht so ein Motor? Ich sage mal jetzt den, oder werden wir so 7,2, 7,4 drehen, je nach Leistungskurve. Also noch normal. Ich versuche halt immer, dass der höchste Punkt von der Leistung auch am Drehzahlende ist. Und steige halt mit dem Ladedruck ein bisschen sanfter ein, gerade weil es ein Heckantrieb ist, dass das alles ein bisschen schöner fahrbar ist. Und, cool. Ja, also vermute ich, als erstes wird verkabelt. Richtig. Und dann geht's los. Richtig. Und das machen wir. Lambda-Regelung und dann geht es los mit dem Teillast und dann mit Dosendruck und dann mit der Ladedrucktaktung.
halt jetzt auf Dosendruck die erste Messung gemacht, habe einen Datenlog gemacht, schauen wir jetzt den Datenlog an, passt die Lambda-Werte dementsprechend an und dann gehen wir dann noch ein bisschen mit der Zündung hoch und dann fangen wir mit der Ladedruckregelung an. Messungen haben wir jetzt folgendes Problem, dass wir mit der Ladedruckregelung nicht so vorankommen wie geplant. Wir haben jetzt im Moment bei 508 PS, aber wir haben nur 0,3 bar in Ladedruck anheben können, hinten raus, und jetzt müssen wir mal auf Fehlersuche gehen, wo das Problem liegt. Das heißt, du hast jetzt auf dem Prüfstand bist erstmal hast angefangen Leerlauf, genau. Teillast, jawohl. Das alles mit Dosendruck, das heißt mit Minimum Ladedruck. Und als du jetzt angefangen hast, den Druck ein bisschen anzuheben, kommt aber kein Druck. Da kommt kein Druck, ne. Genau. Was für einen Druck haben wir aktuell? Was fahrt ihr? 1,5 bar. 1,5 bar ungefähr, ne? Okay. Ziel sind aber auf jeden Fall deutlich mehr. Über 2 bar, denke ich. Okay. Das heißt Fehlersuche. Yes. Was kann es alles sein? Taktventil, Verschlauchung vom Taktventil, eventuell die Hohlschrauben, was er verwendet hat. Da müssen wir jetzt mal schauen, was genau die Ursache ist. Okay, also wir beschäftigen uns jetzt mit dem Ventil und dann geht's weiter. Yes. Gibt jetzt noch die Möglichkeit, dass wir die Anschlüsse tauschen, so wie wir es angedacht haben schon. Oder halt dann nochmal das Mac-Ventil anders an, glaube ich, mit nur Unterkammerregelung. Also ich mache es normalerweise immer so, funktioniert einmal frei. Aber können wir mal testen. Yes, machen wir das. Problematisch wäre halt, wenn das Wastegate intern undicht ist und der von der Oberkante die Unterkammer abdrücken kann quasi. Dann hast du einen Druckverlust. So, ne? Das ist halt immer richtig. So eine Sache. Ja, ich würde sagen, das ist schnell gemacht. Hier einfach die anderen Dinger reinstecken, links, ja, rechts. Machen erstmal die Anschlüsse und dann schauen wir mal. Und dann haben wir noch so 28 Läufe heute ungefähr. Nur noch ein bisschen Zeit, ne? Aber ich meine, hält er bisher. Immer noch. Dann macht er seine 1,5 bar und dann ist das Problem, dann knickt er noch ein bis auf 1,3 bar und dann kommt er erst wieder. Dann kommt er wieder, dann geht er kurzzeitig mal auf 1,6 hoch und dann bricht er wieder ein auf 1,5 und dann steigt er wieder an so auf 1,6. Und warum? Keine Ahnung. Also die Schwinger hat er aber auch schon drinnen gehabt mit Dosendruck. Die Ladedruckschwinger da die. Aber er hat mit Dosendruck definitiv 2 Zehntel weniger. Er hat ein bisschen weniger. Ja. Ein bisschen weniger hat er, okay. Ja. Das auf jeden Fall. Und da hier unten, das ist die Bußkurve auf Deutsch gesagt. Ab hier, das da hier vorne, wenn du das jetzt vergleichst, hier takte ich im Endeffekt noch gar nicht. Hier, das ist dein Dosendruckanstieg. Und dann fange ich hier mit der Taktung im Endeffekt an. Und die weiße Linie ist deine Ladedrucktaktungslinie, deine Boost Duty.
Mhm. Und da bin ich ja jetzt dann schon bei, ja, ich bin eigentlich schon 90% offen. Ich kann immer mehr takten. Es ist einfach Feierabend. Ich das irgendwo. Also ich meine, bei zwei Kabeln vom Taktventil kannst du nicht viel verkehrt machen. Nee. Und nee. Wir merken es ja in der Hand, dass es angetaktet wird. Es wird angetaktet. Das heißt, es gibt jetzt noch Variante, zum Beispiel wäre, dass durch den Luftfilter nicht mehr durchgeht. Dass der, das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Luftfilter, die habe ich schon zu Genüge gehabt. Also die machen 650, 700 PS. Das geht. Ohne Probleme. Wenn irgendwas im Auspuff tendenziell zu wäre, dann würde eher Druck nach oben gehen, aber keine Leistung mehr kommt. Jo. Pop-off aufgehen, sich das aufdrückt. Wäre Möglichkeit, dass er da einen Druck verliert, ja. Aber das müsste man ja eigentlich hören, ne? Gerade sollte man so hören, ja. Ja, ich habe die ganze Zeit auch schon überlegt, ob irgendwo vielleicht im Ladeluftmäßig irgendwas undicht ist, wo er einen Druck ablässt, aber ich kann jetzt mal würde schauen, man ja theoretisch auch hören. Schau jetzt mal vom Dosendruck, wo ich mitgelockt habe, da hatten wir am Ende raus 1,2 bar. Ja, okay, und jetzt machen wir 1,5 bar. Ja, das ist schon ein bisschen. Also es sind 0,2 bar, was wir hier rumtakten. Ich würde sagen. Und deswegen kommt halt einfach keine Leistung. Ich würde sagen, wir essen erstmal. Alles andere macht keinen Sinn. Also wir haben jetzt alle erdenklichen Varianten durchgespielt, um hier noch ein bisschen Ladung rauszukriegen. Das heißt, wir haben das Taktventil getauscht, wir haben die Ansteuerung getauscht, wir haben eigentlich alles probiert, alles überprüft. Dann ist uns leider aufgefallen, deswegen ist Timo nicht mehr ganz so gut drauf, dass leider der Turbolader kaputt ist. Wir haben die Ansaugung von dem Lader abgenommen und man sieht halt schon recht stark, dass der schon viel zu viel Spiel nach kürzester Zeit hat. Ne? Wie lange ist der jetzt drauf? Bin ich letztes Jahr gefahren, ungefähr 2000, 3000 Kilometer. Mhm. Davor hatte ich auch einen BorgWarner S200 SX. Mit dem genau das gleiche, Laderschaden nach kürzester Zeit und davor schon ein Laderschaden, auch den gleichen Lader. Und immer, dass die Lagerung so krass ausgeschlagen ist? Richtig, genau. Bei den anderen beiden war es extrem, dass sie Öl gefördert haben, bei dem jetzt nicht, dafür hier extremes Spiel. Ja, in unserem Fall ist es jetzt so, dieser Turbolader hat so viel Spiel bekommen, dass ich sag jetzt mal, der Verdichter in dem Gehäuse schon gar nicht mehr großartig die Luft komprimieren kann, sondern der Spalt ist so groß geworden, dass die Luft einfach durchzischt. Man wird das schwer sehen können, aber man guckt hier so, man sieht es auf jeden Fall so auch schon so ein bisschen am Wackeln. Nö, geht schon. Ja, Schadenschokolade. Das war auf jeden Fall nichts. Das heißt, mit der Abstimmung sind wir auch nicht fertig? Nein, Abstimmung ist nicht fertig. Im Endeffekt haben wir mehr wie die 1,5 bar Dosendruck nicht erreicht oder Dosendruck plus ein bisschen Antaktung, aber an der Taktung ist ja dann nichts mehr passiert, weil einfach der Lader am Ende ist, also der ist ja kaputt. Mhm. Ja. Was würdest du denken, woran das liegt? Schwer zu sagen. Kann alles sein. Kann alles sein. Mhm. Da möchte ich mal kurz einwenden. Bevor irgendwelche Kommentare kommen, Öl, Zulaufleitung oder sonst was, irgendwelche nicht richtig oder kein Durchlass. Es ist alles geprüft, alles 10-mal erneuert, alles 1000-mal überwacht, alles in Ordnung. Mhm. Und meiner Meinung nach liegt es einfach an den Turbolader, dass da einfach eine Fehlproduktion ist und die Temperaturen sind alle im Ist, also im Soll. Und, ja. Welcher Lader ist das jetzt genau? S200 SXE, also mit dem größeren Verdichter schon und dem gefrästen Rad. Also wenn unter euch jemand ist, der auch schon mal so einen Schaden mit dem Lader hatte, das heißt, dass die Lagerung komplett ausschlägt, dann einfach die Kommentare voll ballern. Bin ich mal gespannt. Ja. So, wie geht's jetzt weiter? Ja. Abgesehen davon, dass wir nach Hannover fahren? Das ist eine gute Frage. Natürlich muss ein neuer Lader her. Mhm. In dem Motor sind jetzt sehr viel Geld reingeflossen und jetzt erstmal natürlich kein Cash für einen neuen Lader. Stände zur Option, auch jetzt direkt auf einen größeren Lader, auf eine andere Variante zu gehen? Wenn es die Möglichkeit gibt, logischerweise schon, ja. Wobei, ich sehe das schon so platzmäßig. Geht schon, also die Windel baut halt extrem auf. Ne? Aber so vom Gehäuse her ist das ja schon.
Ich glaube, der Lader wird auch gerne weiter nach vorne gezogen, oder? Genau, also wenn du natürlich, würde es nur Sinn machen, einen anderen Summer zu bauen oder zu kaufen, dass der Lader ein bisschen höher kommt, ein bisschen weiter nach vorne sitzt, dass du dann mehr Platz hast. Ja. Okay. Ja, wir ballern jetzt nach Hause, suchen für Timo einen Turbolader. Trotzdem danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir werden mit neuen Turbolader wieder hier sein. Mhm. Und dann gucken wir mal, dass hier ein bisschen Druck reinkommt. Ne? Ja, hoffentlich irgendwann mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.